Genießen unter freiem Himmel. Vom B3 Verlag präsentiert Ihnen den Gastro-Tipp. Ob mit Hund und Kegel oder mit dem Mountainbike, alle finden Sie den Weg auf die Billtalhöhe im Taunus ins Naturfreundehaus. Mitten in der Natur gelegen. Jetzt, wo die Wildsaison vor der Haustür steht, zieht es viele Gäste hierher. In gemütlichem Ambiente gibt es neben traditionellem wie Handkäse mit Musik und einer großen Kinderspeisekarte aber auch ein paar andere Spezialitäten, welche das Naturfreundehaus Billtalhöhe nicht nur seiner Stammkundschaft anbietet. Also das Lokal wird überwiegend von Wanderern, Radfahrern, Hundebesitzer sind sehr viel da. Ansonsten haben wir Essen gut bürgerlich vom Schnitzel, Rumpsteak. Und sehr viel haben wir inzwischen Fisch, frischen Fisch. Frischer Fisch aus der direkten Umgebung, frisch zubereitet. Gut bürgerliche Küche zu zivilen Preisen. Seit 1926 gibt es das Naturfreundehaus Billtalhöhe bereits. Seit 3 Jahren ist es ein Familienbetrieb. Zu dritt betreibt die Familie Schädel das Lokal und bietet kleine Köstlichkeiten wie Zanderfilet auf Blattspinat mit Salzkartoffeln und Sauce Hollandaise. Dazu gibt's Hefeweizen, ein dunkles Urbräu oder auch naturtrübes Kellerbräu vom Fass. Eine weitere Spezialität des Hauses ist der hausgemachte Kuchen. Und während man im Sommer zum Naturfreundehaus spaziert oder fährt, kann man es im Winter sogar mit Langlaufskiern erreichen. Circa 30 Meter von hier ist eine Loipe. Und also man kann oben an der B8 ist ein Parkplatz, da kann man ran und da beginnt auch die Loipe. Und mit dem Auto liegt das Naturfreundehaus nur 800 Meter von der B8 in der Nähe von Königstein entfernt. Insgesamt bietet das Haus Platz für über 80 Gäste und geschlossenen Gesellschaften für bis zu 70 Personen. Genießen unter freiem Himmel vom B3 Verlag präsentierte Ihnen den Gastro-Tipp.